So, jetzt müsst ihr da sein. Es geht dazu immer wieder, wie muss ich mich verhalten? Und ich sage zuerst einmal, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Du hast die Rolle zu spielen. Ein einfacher Trick, was vergessen wird, dass du, der Sinn ist es, die Logik zu erweitern. Und du erweiterst die Logik nicht, wenn du gegen irgendwas ankämpfst. So wie du ankämpfst oder gegen was du ankämpfst, bestimmt ja deine Logik. Und wir schauen uns jetzt das einmal genauer an und vorneweg will ich einmal ein kleines Zitat machen. Da übertrage ich jetzt mal den Bildschirm. Und dann schauen wir uns das einmal an. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nehme, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Mhm. Da gehen wir gleich genauer drauf ein. Zuerst erzähle ich einmal all die Geschichte. Und zwar die Geschichte von den Pankern und den Pankern. Für die, die es nicht kennen. Wir haben hier Banker, die sehen ja so aus. Englisch ausgesprochen die Banker. Die haben eine gewisse Logik. Denen gegenüber stehen die Banker. Die haben auch eine gewisse Logik. Ja. Wir können jetzt die Worte genauer anschauen. Das machen wir dann eventuell ganz kurz. Was mir wichtig ist, im klassischen Denken sind die hier, für die sind die hier Aussatz der Gesellschaft. Für die hier gesehen sind die das Übel aller Dinge. Mhm. Zwei verschiedene logische Systeme. Mhm, ja. So die hier so sind, wie sie sind, ist das dann mal ihre eigene Logik, aber sie werden sich selber einreden, dass sie rebellieren gegen die Spießigkeit und gegen diese Geldmenschen. Das heißt, das sind normale Banker bzw. Banker auf Deutsch gesprochen und das sind ganz normale, normierte Banker. Mhm. Die haben eine Logik und die reden sich ein, sie rebellieren gegen die hier. Ja. Aber dadurch verlassen sie nicht ihre Logik, sie sind vollkommen logisch. Ja. Das heißt, was Unlogisches tun wäre, dass die hier, obwohl sie im tiefsten Innern aufgrund ihrer Programmierung Panker sind, dass sie sich hier so anziehen. Ja. Mit Anzug und Krawatte, dann hätten sie ihre Logik verändert. Ja. Und die würden ihre Logik verändern, wenn sie zu denen hier würden. Ja. Das ist nämlich jeweils die fehlende Seite. Ja. Ja. Interessant ist das Ganze, wenn wir uns das einmal anschauen. Und zwar setzen wir mal die zwei Anfangsbuchstaben. Wir nehmen mal hier zuerst die Banker mit BN vorne. Und ein bewusster Geist, ein Menschensohn, ist ein nicht wahrnehmbarer Geist. Ein Ben. Aber den kann man natürlich blau aufmachen. Und unten steht jetzt, ich Geist bin ein sich selbst zerdenkender Individualgeist. Das heißt, ein bewusst träumendes Individualbewusstsein, wenn du ein roter Sohn bist, ein blauer Sohn, wirst du einfach nur zu einer polaren Existenz, nämlich zu jemandem, den eine Welt gegenübersteht, wo er meint, er hat damit nichts zu tun. Die Banker, BN, denk an unser Panim Penim, das ist nur eine Ecke, ein Aspekt. Aspekulum heißt praktisch, SB ist immer der Spiegel. Ja. Ich habe gerade die Spiegelung erklärt. Und wir haben jetzt unser zwei Ecken, das Pan im Pan. Wenn ich die I-Endung dran mache, je nachdem, wie wir das aussprechen, heißt es ja zum einen das Gesicht, das Aussehen, aber auch das Innere. Mhm. Das sind diese zwei Seiten, okay? Und dann haben wir die Kerl, das gilt für beide. Und das heißt, das dann mal einfach unstalten. Mhm. Das heißt, die hier. Und die hier verunstalten sich letztendlich, weil sie bloß eine Seite ihres Wesens zur Anschauung bringen. Für sich selbst in ihrem eigenen Innern. Ja. Okay? Ja. Das heißt, unlogisch werden und damit seine eigene Logik erweitern, erfordert, wenn du jetzt zum Beispiel Fehler siehst, dieser Satz ist so unheimlich wichtig. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist übrigens auch eine Kleinigkeit, wenn man das genauer anschaut, was du jetzt was ganz Interessantes finden. Das ist jetzt hier das griechische Original. Ich lasse das einmal automatisch übersetzen, du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Das heißt, Cäsar ist Cäsars und Gott ist Gottes. Wenn man das macht, da steht Kaisaros. Wenn wir den Kaiser mal etymologisch betrachten, wird es jetzt sehr interessant, dass dieses Wort, das griechische Wort, eigentlich gar nicht im griechischen Altlatein gar nicht existiert. Der Kaiser, Kaisar. Siehst du das? Ja. Wenn wir den Kaiser hier eingeben, wirst du feststellen, dass das Wort im Wörterbuch gar nicht existiert. Okay.
Was hier interessant ist die Vorsilbe Kai. Das heißt wie nichts. Ja. Und schau, wir haben jetzt unser Selbis wie bei unserem Quä und bei unserem Sinn im Lateinischen. Mhm. Einfach so hinzufügen, dass es mit dem vorherigen N verbunden ist. Wellenberg und Wellendal sind zusammengehörig. Und zwar im Hier und Jetzt. Mhm. Genauso gehören die zwei unteren Bau zusammen. Das ist wie Plus Minus, wobei du dir jetzt raussuchen kannst, welche du Plus positiv und welche du negativ siehst. Das hängt wieder davon ab, wenn du der bist, was du die negativ betrachten und wenn du der bist, was du den negativ betrachten. Mhm. Das sind wieder unsere vier Seiten. Mhm. Wenn wir es drehen. Okay? Mhm. Das heißt also hier insgesamt, da steht schon das Entgegengesetzte. Und dann brauchen wir noch den Saros. Und das wird jetzt interessant. Saros heißt kehrichter Auswurf der Unrat. Wenn du das eine bist, wirfst du die anderen aus dir heraus. Und wenn du das andere bist, wirfst du die aus dir heraus. Mhm. Das ist eigentlich hier das, um was es hier geht. Wenn ich jetzt sage, gib des Kaisers, was des Kaisers ist, heißt es, wenn du jetzt ein träumender Geist bist, hast du deine Rolle zu spielen. Mhm. Okay? Ja. Ich tue mal unser Bild wieder übertragen, ausschalten. Dann hast du deine Rolle zu spielen. Das heißt, du hast keine Probleme, wenn du deine Steuern zahlst, auch wenn das ungerecht erscheint. Das führt uns ja immer wieder zu den offiziellen. Ich will das auch nochmal, ich habe das ja so oft angesprochen, muss nochmal schnell übertragen. Wir teilen das nochmal schnell. Wir gehen nochmal hier schnell das Officio. Mhm. Habe ich schon da. Das Office, ist das da mal hier die Diener? Subalternbeamte, das heißt also hier die unteren Beamten, Pflicht zum Dienst, die Werkstatt, die Werkstätte, was viele außer Acht lassen, ist das Offizier. Das kommt von Fagere, da haben wir unser Faktum auch her. Das ist immer das Offizielle, die Bürokratie ist immer ein Entgegentreten, jemanden in den Weg stellen, etwas verstören, verbauen, verleugnen, hemmen. Ich habe früher immer wieder gesagt, die katholische Kirche ist zum Beispiel nach eigenen Aussagen die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden. Das heißt, die stellen sich die in den Weg, ja, versperren die eigentlich den eigenen Weg ins Himmelreich, den Weg zum Selberdenken. Ja. Das gilt für alle offizielle Organisationen, ja, die, weil die alle einseitig sind. Sie bekämpfen Feindbilder. Ja, ja. Gut. Ja. Geistreich denken heißt nicht, sich ständig für irgendwas rechtfertigen. Wenn man was rausgehaut hat, dann merkt man, ist einseitig und ich weise sie darauf hin. Das ist das, was ich vorher geschrieben habe. Mhm. Das ist ein Mechanismus. Du bist eigentlich erst über den Dingen, wenn du vollkommen wertfrei schaust. Mhm. Du spielst deine Rolle. Ich sage jetzt, du hast so mal ein Leben, ein ruhiges Leben, wenn du dich an die Gesetze des Kaisers setzt. Gib des Kaisers, was des Kaisers ist. Mhm. Du musst es nicht unbedingt gutheißen mit deiner Logik, aber du lässt es einfach laufen, du gibst dich in deine Rolle. Das heißt, du hältst dich an die Gesetze der Welt, in die du hineingeboren wurdest. Du parkst nicht im Parkverbot, dann musst du keine Angst haben, dass du einen Strafzettel kriegst oder du hältst dich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr. Du zahlst alle Steuern, auch wenn sie ungerecht sind, dann hast du keine Angst vor der Steuerprüfung. Auch wenn das ungerecht ist. Mhm. Und genauso ist es jetzt hier mit der Ausgangsbeschränkung. Mhm. Ich komme, Holger ruft mich an, ob ich mit ihm nach Ingolstadt fahre. Und dann sage ich, Holger, dann mache ich mich strafbar. Du weißt, wir dürfen nicht raus, schon gar nicht zwei Fremde, halte ich an die Gesetze des Kaisers. Aber mach dir deine eigenen Gedanken darüber. Das ist, als Jesus lasse ich mich kreuzigen. Ich habe das nicht unbedingt gut genannt. Aber ich lasse es geschehen. Das ist eigentlich das Wichtige. Und sobald du gegen irgendwas rebellierst, strebst du schon wieder ein einseitiges Ziel an. Ja. Es werden in deinem Traum die anderen zum Rebellieren anfangen, wenn du in der Ruhe bist. Mhm. Solange du zu denen gehörst, die gegen irgendwas rebellieren, entheiligst du dich selber. Ja. Das führt uns zu diesem großen Problem hier der Einseitigkeit, wenn ich immer wieder sage, du musst lernen, Kleinigkeiten loszulassen. Ja. Sei absolut selbst, ja, diese vielen Einträge bei uns im Chat, das, ja, ist doch nur nachgeplappert. Es ist doch egal, wenn ich sage, egal wer in dir auftaucht als Pixelmännchen, als ausgedachte Figur, weil du eine Zeitung liest, weil nur Schriftzeichen da sind. Du klingst dich, du musst dir bewusst machen, wie du einseitig noch sympathisierst mit deinem Programm.
Du kannst es beobachten, wenn du dich wirklich erhoben hast und zu einem wertfreien Beobachter geworden bist. Du sollst auch nicht das, was du zu sein geglaubt hast, diese Figur, diesen Charakter kritisieren. Du sollst ihn vervollkommnen. Und du wirst ihn niemals vervollkommnen bis in alle Ewigkeit, wenn du ständig einseitige Ziele anstrebst. Das ist das, was du aus der Corona-Krise eigentlich jetzt zu lernen hast. Ich könnte jetzt so viel sagen, hier mit den Zahlen, wie viel an Corona erkranken, dann gehst du ins Internet, dann findest du so viele Videos von sogenannten Fachleuten. Und das ist alles irgendwie logisch. Da hat einer ein Video reingestellt von irgendeinem Psychologieprofessor im Ruhestand, der sagt, das eigentliche Problem ist hier, dass das hochgebauscht wird durch die Medien, durch die offiziellen Medien und durch den Staat, Angst gemacht wird. Wenn das nicht erwähnt würde, würden das die meisten gar nicht mitkriegen. Dann kommen welche mit Zahlen, wie sie an Influenza sterben und wie sie an Corona sterben. Und dann sagen viele, Influenza, die normale Grippe, kostet wesentlich mehr Menschenleben wie das Corona. Dann liest du zum Beispiel, viele tragen den Virus in sich, die kriegen das gar nicht mit, weil sie daran nicht erkranken. Ich sage, wenn du was nicht hörst, dann kannst du das nicht dir vorstellen. Es ist immer aus der Zeitung, aus den Medien. Ich verweise diesbezüglich hier auf all die Almener-Vorträge. Da ist ein einziger Medienbericht, Acrylamid zum Beispiel, Bratkartoffeln sind schädlich, sind krebserregend. Wo ich gesagt habe, hier bei meinem Schwager in Anführungszeichen, damals Bofrostfahrer, innerhalb von 2 Tagen ist der Frittenabsatz um über 90% in den Keller gefallen, weil keiner mehr Fritten gekauft hat, weil die ja krebserregend sind. Das ist die Masse, träge Tierchen, die gesteuert werden in einer Angst ohne Ende. Weil sie keine eigene Meinung haben. Das hast du nur zu erkennen. Du hast es nicht einmal zu kritisieren. Es sind Figuren, die du träumst. Und ich lasse dir das träumen, dass du das erkennst. Die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, wie ich das nenne. Ja. Das, was du kennst, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Denk an dieses oft zitierte Beispiel von mir mit den Handys und mit den Computern. Ich gehe zurück jetzt in meinem Udo-Alter, in die Mitte der 70er Jahre, wie Saturday Night Fever rauskommt. Wenn du den Film anschaust, wenn du damals schon einen Führerschein besessen hast, jetzt zurückgeblättert, war das, die Welt war genauso normal mit Läden und Geschäften und Diskotheken und Musik und Lichtanlagen. Gut, es hat keine CD-Player gegeben. Damals hat noch kein Mensch an einen CD-Player gedacht. Geschweige denn an irgendeinen MB-Player. Es hat in den ganzen Geschäften, in Kleinstädten, nirgends in irgendeinem Geschäft, in einer Bank, einen Computer gegeben, geschweige denn Handys. Und die Welt ist genau so, wenn du dich zurückerinnerst, wenn du zum Tanzen gegangen bist, dieselbe Welt gewesen wie jetzt. Jetzt sag einmal, ohne Computer und ohne Handys. Ich sage immer, in dem Moment, wo einer süchtig ist, meint er, es geht ohne seine Droge nicht mehr, obwohl ihm gar nicht bewusst ist, dass die Welt ohne die Droge genauso gelaufen ist, die er nicht einmal vermisst hat, nachdem er sie nicht in einem gewissen Maß sich wie ein Virus eingefangen hat. Es geht ums Loslassen. Und das Loslassen musst du lernen in Kleinigkeiten. Ich muss jetzt immer wieder dieses Beispiel nehmen, hier zum Beispiel mit dem Rauchen. Ich habe so oft gesagt, es geht mir nicht darum, ob du ein Raucher bist, ob du ein Nichtraucher bist. Das eine wie das andere ist einseitig. Um dich zu vervollkommnen, musst du eigentlich beides gleichzeitig sein. Wann bist du beides gleichzeitig? Wenn du in der Mitte bist. Das heißt also genau genommen, in dir werden Raucher auftauchen und in dir werden Nichtraucher auftauchen, aber du beachtest das gar nicht mehr. Es ist ungefähr so, wie wenn du spazieren gehst und ich sage jetzt mal, in dir tauchen Autos auf und in dir tauchen Fahrrad auf. Wir sagen mal, das Fahrrad symbolisiert den Nichtraucher und das Auto symbolisiert den Raucher. Die tauchen einfach auf und die verschwinden und du hast überhaupt keine Interpretation. Oh ja. Das Schöne ist, in deiner Rolle ist es auch gleichgültig, ob du in deiner Rolle Raucher oder Nichtraucher bist, weil du als Brösel, wenn du dich gelöst hast, wirst du dich als Brösel genauso als einen wertfreien Gedanken betrachten wie alle anderen Brösel auch. Das heißt, in dir rauchen Raucherbrösel auf und Nichtraucherbrösel auf. Das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt im normalen Alltag Männer oder Frauen siehst, die in dir auftauchen und du überhaupt nicht einen Hauch bewertest, dass der eine gut ist und der andere schlecht ist. Du musst das einseitige Werden überwinden. Du schaust einfach nur, und ich sage jetzt, verlagerst du den Fokus, wie dieses Ding werde, das du ein Leben lang ich genannt hast. Und das sollst du dir bewusst machen, ohne das zu werden, wie du in deinem alter Ego, in deinem alternierenden Ego ständig werdest.
Da beginnt Bewusstsein. Mhm. Und nicht, indem ich ständig irgendwo mich vollsauge mit einseitigen Medienberichten und einseitig das Ganze interpretiere. Und dann kommen dann die Illuminaten, dass es ums Geld geht, oder dann kann ich die rausziehen mit Gefährlichkeit. Was ist eigentlich gefährlich? Schau mal, wie sie hier sterben in Deutschland. Ganz normal in normalen plus minus Jahren an der normalen Grippe, wissen wir jetzt zurzeit an Toten haben oder Erkranken haben in Bezug auf Corona. Und dann hole ich dir einen Medienbericht raus, dass in Deutschland im Jahr ca. 20.000 Menschen an Krankenhauskeimen sterben. Diese Zahl wird offiziell ausgegeben von den Behörden, und Insider munkeln, dass die Dunkelziffer fast zehnfach, in Wirklichkeit fast zehnfach höher liegt. Bloß es wird nicht veröffentlicht, sondern gut, er hat es halt nicht geschafft, der hat einen Herzstillstand gehabt und so weiter und so fort, wenn er älter ist. Das heißt, dass die an Krankenhauskeimen sterben, wesentlich, wesentlich krasser die Sterbefälle sind. Natürlich nur aus den Medien, aber was ist das alles? Es sind Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken. Mhm. Es ist nicht mehr, aber es ist weniger wie das Meer. Weil es nur Gedanken werden sind. Ja. Ja. Und du musst dir mal selber eingestehen, wie du ständig immer wieder unbewusst wirst, wenn du was liest, wenn du wo bist. Mhm. Es sind so kleine Lichtblicke, wenn man sich intensiv mit Holofeeling beschäftigt und sich einklingt in die Schriften, wenn man irgendwelche Schriften liest, die ja in einer Ich-Bin-Form, die höheren Schriften in einer Ich-Bin, in Selbstgesprächform abgefasst sind. Was bin ich eigentlich und was sind meine Gedanken? Warum vergisst du das immer wieder? Mhm. Ja. Und jetzt kommt das Spiel nochmal mit dem Rauchen oder Nichtrauchen. Wie gesagt, es geht nicht darum, es geht ums Loslassen können. Ein ganz bewusstes Loslassen von einer kleinen Marotte, wo man glaubt, die kleine Marotte hat ja nichts zu tun mit dem heiligen Ganzen. Du musst dir vorstellen, dass es hier, zuerst einmal dein Selbst, wir haben ein rotes Selbst, das ist der Auto. Auf Griechisch ist es Auto. Mhm. Ein Selbstbeweger, rot geschrieben, weil du dich in dir selbst bewegst, ohne dich zu bewegen. Mhm. Das nenne ich Denken. Von wo nach wohin bewegen sich eigentlich deine Gedanken, wenn du dich gedanklich in Bewegung setzt? Setzt. Ich lasse dir sagen, immer von unten nach oben und von oben wieder nach unten. Weil jeder neue Gedanke, den du denkst, setzt. Und eine Bewegung in der Transversalen ist keine Bewegung durch Raum und Zeit in der Peripherie. Mhm. Jetzt ist aber das, was in dir auftaucht, von dir ständig in der Peripherie, das Ringsum, das du in dir trägst, Periphere. Ja, ja. Dass du deine Gedanken um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Mhm. Unbewusst. Ich sage, wenn du das bewusst machst, wirst du zum Schöpfer. Du schöpfst es aus dir und verbreitest es longitudinal in Raum und Zeit um dich herum. Wenn du das bewusst machst, bist du der Gott für die Welt, die du denkst. Mhm. Wenn du es unbewusst machst, bist du noch ein Brösel in der von dir selbst ausgedachten Welt, eine Facette von dir selbst. Mhm. Mhm. Es ist eine Selbstreduzierung. Wobei das nichts mit Zieren zu tun hat, sondern du zierst dich irgendwie, das hat ja auch wieder zwei Sachen, dich als das Ganze anzusehen. Mhm. Ja. Ob jetzt das eine Bescheidenheit ist im positiven Sinn oder eine Dummheit, darfst du selbst entscheiden. Mhm. 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 Und jetzt ist es also hier in einem Automatismus, du steckst in einem blauen Automatismus, in einem Selbstbeweger, weil du dein Brösel angeblich durch Raum und Zeit bewegst, wenn du spazieren gehst. Das ist nicht das rote Selbst, das Automobile, der Selbstbeweger, der sich nur in sich selbst bewegt, immer von hier nach hier, von jetzt zu jetzt, von Augenblick zu Augenblick, im selben Moment. Darum ist ja Licht rot geschrieben, eine Transversalwelle. Mhm. 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 Das heißt, die bewegt sich nicht durch Raum und Zeit. Mhm. Das, was übrigens die Relativitätstheorie von Einstein eigentlich schon aussagt. Mhm. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht mehr. Ich fange da nicht nochmal an. Mhm. Kann man arithmetisch in diesem Konstrukt der Matrix vollkommen beweisen. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist mit unserem Kabelstecker. Das ist ein Kabelstecker, wir denken uns jetzt einmal hier, eine Kleinigkeit im Marotte. Wir sagen jetzt, du schwankst ständig zwischen, ich mache das einmal so, ich bin Raucher oder ich bin nicht Raucher. Das heißt, wenn du Raucher bist, das ist hier die Buchse. Okay. Okay. Ich bin Raucher oder ich bin nicht Raucher. Ja. Der steckt hier nicht und der steckt hier nicht. Stecken würde der Stecker, wenn du beides gleichzeitig bist. Wenn du das begriffen hast, dass in dir Raucher auftauchen einmal
und dann Nichtraucher auftauchen, die Seiten werden ja ständig gedreht, aber dass du weißt, es sind Einseitigkeiten von etwas, was du selbst bist. Es sind einseitige Erscheinungen, Gedankenwellen, einseitig betrachtet. Die Gedankenwelle, die Raucher ist wie eine Welle als Ding an sich. Was ist jetzt besser, der Wellenberg oder das Wellendoll? Du musst begreifen, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das kann aber der begreifen, der in der Mitte ist, der praktisch in dem SD-Eck steckt, im Zentrum. Und das ist jetzt interessant, wenn ich jetzt sage, hier, solange du noch meinst, du müsstest vom Raucher zum Nichtraucher oder vom Nichtraucher zum Raucher, was natürlich wieder vollkommen unlogisch klingt, haben wir übrigens auch, Nichtraucher zu sein, ist je nach Logik logisch oder nicht logisch. Ein Raucher wird sich immer vollkommen logisch erklären, wieso er raucht. Und ein Nichtraucher wird sich logisch erklären, wenn man sich da Gedanken macht, wieso er nicht raucht. Und jeder wird sich das so erklären, dass seine Sichtweise die richtige ist, weil ihm seine Logik ihm das vorschreibt. Ein Banker wird meinen, er ist der Gute, weil er nicht zu diesen geschnickelten Ausbeutern gehört, die über Leichen gehen. Und der Banker wiederum, der sagt, er ist der Gute, weil das andere Sozialversorger sind, die nichts auf die Wege gebracht haben. Okay, jetzt ist es so, solange du sagst, eigentlich spielt es ja für mein Leben keine Rolle, ob ich jetzt rauche oder bloß rauche oder nur nicht rauche, du hängst in einer Einseitigkeit, was wichtig ist, in dem Moment, wo der Stecker nicht steckt. Das höhere System, das rote Selbst, das rote Auto, funktioniert in dir nicht. Weil das funktioniert erst, wenn der Stecker steckt. Und darum weise ich immer wieder darauf hin, mach dir kleine Marotten bewusst, die du wiederholst. Das ein leichtes wäre, die aufzugeben. Immer daran denken, es geht nicht, dass du von da nach da oder da nach da wechselst, sondern dass du die Mittigkeit, die Gleichwertigkeit dieser zwei Perspektiven erkennst, dass das nur eine Spiegelung ist. Und jede Spiegelung, plus 5, minus 5, ist eigentlich aus einem Heiligen Geist heraus betrachtet nichts. Und solange ich jetzt die aufspanne, die Welle, bleibt es nichts, weil es ja nur ein Gedanke ist. Was ist ein Gedanke als Ding an sich? Egal, welche Form du einen Gedanken gibst. Jetzt sag ich, denke an den Osterhasen. Mal dir den auf deinen Innenbildschirm, haben wir das Thema gehabt mit der VR-Brille und den Innenbildschirm mit den Fokuspunkten. Du bist noch so sehr auf die VR-Brille fokussiert, weil in dir hier die vier Stufen der Vergessenheit und noch in der vierten Stufe der Vergessenheit bist. Selbst wenn sich das im Feinstofflichen abspielt, dass du jetzt was denkst, solange in dir der Glaube noch ist, dass dieser Gedanke, den du jetzt denkst, unabhängig von dir da außen existiert, ob das ein Politiker ist, ob das eine Erdkugel ist, ob das Corona ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Du musst dir bewusst machen, dass du diesen Glauben noch in dir trägst. Das ist das Einzige. Es geht um diese Bewusstwerdung. Ja. Das ist die Sache, schau zur Tür hin, wo die Tür klingelt die ganze Zeit. Ja. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Und schau, was du überprüfen kannst. Darum wiederhole ich immer wieder, du wirst feststellen, dass 99,9% von dem, was du zurzeit im Meer noch glaubst. Dass du meinst, das Zeug in deinem Glauben, schaust dir an, dass das da außen ist. Das ist dein ganzes Verhalten. Du kannst es wirklich austauschen. Oberflächlich wird sich nichts verändern. Dein Traum wird weiterlaufen, so wie er ist, aber in dir hat sich dann alles verändert. Weil du jetzt wirklich verankert bist in dem ständig wechselnden Hier und Jetzt. Dann kann man auch ganz bewusst eine grobe Planung machen, sich eine Zukunft ausdenken, aber mit dem tiefen Wissen, dass wenn das dann sein sollte, niemals in der Zukunft ist. Was auftaucht, was zu existieren beginnt, kann immer nur jetzt existieren und es wird auch jetzt wieder vernichtet werden mit dem nächsten Gedanken, der jetzt in dir auftaucht. Solange du das durch deinen Glauben in die Niederungen einer schönen philosophischen Spinnerei herabziehst, in die geistigen Niederungen, es ist keine philosophische Spinnerei, es ist das, was hundertprozentig sicher ist und sofort auch hundertprozentig sicher überprüft werden kann. Und jetzt sag mir mal, was du von religiösen Glaubenssätzen, wenn man die Metapher nicht versteht, was du von denen überprüfen kannst. Nichts. Sie erfordern blinden Glauben. Solange du noch unbewusst historisch denkst, solange du noch in der Verbilderung von biblischen Figuren bist, dass du aus Adam und Eva ein Männchen und ein Weibchen machst oder den Abraham oder den Jesus, irgendeinen Heiligen machst, einen langhaarigen Hippie, der mehr zu die Banker gehört wie zu die Banker, das war ich nicht. Ich bin immer dasselbe.
egal welche Rolle ich spiele, und ich predige eigentlich immer dieselbe Weisheit, die göttliche Weisheit. Und die führe ich immer in die Vollkommenheit. Und du wirst die Vollkommenheit nie erreichen, solange du immer noch einseitig denkst, in Form von besser oder schlechter. Und um das zu verstehen und in dir zu installieren, ist es nicht nötig, dass du ein großes intellektuelles Wissen hast im Hintergrund. Darum sage ich immer wieder, ich bin der Erste. Die wesentlichen Aussagen, die ich hier dir mitteile, dem Geist, der sich das Ganze ausdenkt. Ich unterhalte mich nicht mit Gedanken. Es mag oberflächlich betrachtet, wenn ich als Udo auftauche oder als Pixelmännchen Udo auftauche, mag das so ausschauen, als spreche ich jetzt mit dem Menschen, der vor dem Computer sitzt. Oder mit der Ariane, vom Pixelmännchen zu Pixelmännchen. Es ist der wesentliche Kern bei Holofilling, ich erkläre es den, der sich alles ausdenkt. Was meine ich unter alles? Das ist schon sehr reduziert. Alles reduziert sich auf das, was du mit deinem momentanen extrem fehlerhaften Intellekt an Vorstellungen von Welt aufschmeißen kannst. Das ist deine Welt, deine ganz persönliche Traumwelt. Das Einverstandensein lernen, das ist zum Beispiel ein Symbol der Jesusgeschichte. Es ist eine Märchenfigur wie Schneewittchen. Du musst die Metaphern verstehen. Und solange du noch in der Welt lebst, wo ihr alle des Kaisers neue Kleider seht, das ist dieser Wahn. Die Märchen sind das Wertvollste, was man besetzt. Gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Wo ich die Münze hochhalte, der Kaiser will Geld, gib ihm doch das Geld. Ich will dich zurück. Dazu musst du dich mir mehr oder weniger opfern, um dann zu erkennen, dass das die Grundvoraussetzung ist, dass wir wieder eins werden. Darum sage ich, ich bin du. Ich rede hier von Symbolen, hat überhaupt nichts mit der körperlichen Ebene zu tun. Das ist dieses JCH, sagt, ich bin eins mit dem Vater, mit UB, El Hayom. Und du musst jetzt sagen, ich bin eins mit JCH. In dir. Auf der Bröselebene brauchst du das gar nicht erwähnen. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist was Intimes. Man muss immer wieder schauen, es mag von dir aus gesehen immer alles logisch sein, wenn du was äußerst, aber da kann man wirklich sagen, einfach mal die Fresse halten. Das ist auch so ein dieses zwanghafte Reagieren. Und da ist die spaßige Form, dass ich immer wieder unterscheide, wenn wir jetzt den Chat nehmen, egal was es ist, du wirst dann sehr schnell unterscheiden können, ob einer geistreich inspirierend was reinschreibt oder ob es bloß wieder leeres Geschwätz ist. Und da der Humor wichtig ist, ist auch, wenn man was Lustiges reinmacht, aber alles mit Maß und Ziel. Der Humor trägt dich über Abgründe hinweg und lehrt dich mit dem Leid spielen. Die Menschen sind so unendlich arrogant, so unendlich dumm in ihrem Nachgeplappere. Es schreit zum Himmel, könnte ich sagen. Und wie trügerisch hier, warte mal einen kleinen Moment, ich schaue mal, ob ich das finde, so musste, ich habe das ein paar Mal angesprochen. Mal schauen, ob wir das finden. Muss ich ganz, ganz schnell reinstellen, das ist spaßig, weil zufällig, das habe ich zwar schon angesprochen, aber das ist so das Prinzip, wo du letztendlich dazugehörst. Ich habe jetzt nochmal die Holofeeling-Seite, die letzte Woche. Da haben wir natürlich unseren Hansen-Blog wieder. Okay, jetzt als Alternative, was die letzte Woche hier aufgetaucht ist, wir können eigentlich einmal im Allgemeinen schauen. Dann kommt Hansen-Blog, dann Facebook, Infosektor. Schauen wir mal, was hier in der Infosektor auf Facebook geschrieben wird. Das habe ich schon mal gesagt. Ein Eintrag. Man schaut jetzt, man will sich über Holofeeling, das ist dieser Bericht aus Weißenburg, aus der Zeit. Darum geht es mir jetzt gar nicht. Wir wissen, dass das von hinten bis vorne bloß Lüge ist. In Bezug auf das, was wirklich war, wenn du da dabei warst. Was da behauptet wird. Interessant sind die Kommentare. Pass mal auf. Wow, wieder ein Jesus. Und was habe ich jetzt schon rauslesen? Ich nehme unbedingt dein Geld, hab gut. Ich sage, für Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Das sind vorabgestimmte Meinungen, die er sich hier bildet, weil er Bordsein gelesen hat. Er sollte wissen, dass ich noch niemals von irgendjemandem Geld genommen habe, direkt oder Geld verlangt habe. Ich sage nicht einmal, du musst spenden, was viele machen. Du musst spenden, dass ich meine Botschaft weiter verbreiten kann.
Ich habe das wirklich nicht nötig. Nein. Oder der hier, den Krieg gegen unorganisierte Spiritualität bahnt sich unaufhörlich den Weg. Das ist jetzt eigentlich positiv, weil hier, wenn man den Bericht lesen tut, weil die Stadt hier, der fordert ja, dass das verboten hätte gehört und Bücherverbrennung. Und du kannst jetzt das durchgehen, da sind ja nicht viele Einträge drin. Mhm. Du hängst doch selber in diesem Wahn. Mhm. Das heißt, was machst du, wenn du ins Internet gehst? Du schaust dir Seiten an. Von Milliarden von Seiten hast du einen Fokus und das, was du anfokussierst, wird schon gesteuert von deinem Charakter. Das stochastische Denken. Das heißt, wenn du gegen irgendetwas bist, Einseitigkeit, wirst du immer mehr, das ist stochastisches Denken, wirst du immer mehr Sachen in dir auftauchen sehen, die dich in deinem Glauben bestärken, dass das nicht stimmt, was du nicht haben willst. Wenn du für was bist, wirst du immer mehr Beweise finden in dir, das ist das stochastische Denken. Dafür sorge ich, dass du dich letztendlich dahin führst, in deinem Glauben, in deinen Beweisen, die ich in dir auftauchen lasse, die nur heiße Luft sind. Ja. Das ist jetzt das Spiel, ob wir hier von Umweltschutz reden, vom Klima, von der Klimalüge, wo dann, wenn du es nicht glauben willst, findest du immer wieder Berichte von irgendwelchen ehemaligen Professoren, die das Gegenteil behaupten und die anderen sagen wieder, ja, die große Masse der Fachleute, 98% sagen ja das. Wer denkt sich das aus? Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist und du schnürst dich immer fester an das, was du mein Glauben nennst, weil er dir logisch erscheint. Genau. Und jetzt musst du nur einen Satz verstanden haben. Jede Logik, jedes Denksystem, das im Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, die in dir auftauchen, ist zwangsläufig unvollkommen. Warum magst du dir nicht diese unterschiedlichen Sichtweisen zu eigen? Dann erst hast du das ein Beispiel verstanden. Und da rede ich immer noch von vier Seiten, wobei wir zum Beispiel eine Handvoll Geistesfunk mittlerweile schon bei 32 Seiten sind, die immer gleichzeitig da sind. Das ist wie wenn du an deine Wohnung denkst. Das sind alle Zimmer gleichzeitig. Und das ist schon spätestens dahin, wenn du von der Küche dringend aufs Klo musst und durch die Wohnung läufst. Weil dann hast du schon wieder den Eindruck, wenn du unbewusst bist, dass du dich von A nach B bewegst. Der wirkliche Automatismus, du bewegst dich mit Lichtgeschwindigkeit transversal. Es ist ein Austauschen von Bildern im Hier und Jetzt. Unter dir, das, was immer ist, alles, was jemals war und was noch sein wird, die Urknall, bevor er geknallt hat, der knallt jeden Moment. Ja. Und in dem Moment, wo er knallt, ist er schon wieder mucksmäuschen still. Aber in dem Moment, wo es mucksmäuschen still ist, knallt es schon wieder, gleichzeitig. Mhm. Es kann doch nicht knallen und leise sein gleichzeitig. Das ist jetzt deine Logik. Ist auch selbstverständlich. Mhm. Wir denken uns einmal den Knall als einen Punkt und das Lautlose als Hintergrund. Ja. Jetzt denk wieder, wenn ich sage, ist jetzt schön still. Kannst du Stille hören? Nee, da ist eben kein Knall. Aber du denkst dir, der war vorher. Der Lärm. Lärm und Stille ist genauso wie Wellenberg und Wellental. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wie oft habe ich das schon erklärt? Ja. Wenn du das installierst, hast du keine Probleme mehr. Ja. Der Größenwahn, die Hybris zu glauben, man hätte was verstanden, wenn man sich in Erklärungsmodelle reingibt. Ob ich jetzt über Kabbala rede oder über den chinesischen I Ching rede oder über Astrologie rede, das ist doch ein Nichts in Bezug auf das alles. Du wirst intellektuell das alles nie verstehen können. Aber du kannst es auf der Stelle verstehen, wenn du weißt, was du selbst bist. Du bist dieses alles, weil du nichts bist. Du bist alles, was in dir auftaucht und nichts davon. Ich sage immer wieder, wenn du immer bist, weißt du, du bist all die Wellen, die in dir auftauchen, aber nicht irgendeine dieser Wellen. Und das muss der Geist wissen, der träumt. Jetzt war der träumende Geist, dem ja immer noch was ausgedacht ist. Es löst sich jetzt zu dem eigentlichen Geist, der jetzt die Metapher versteht, was es heißt, ich denke mich, ich bin ein träumender Geist. Dann kann ich zuerst einmal die erste Trinität, ich sage immer der Einfallspinsel, das Gemälde, was wir malen, der Maler und die Datei im Hintergrund. Der Maler, der Pinsel, der Einfallspinsel, ich bin ja noch gar kein Maler. Mal von Gott. Ich bin ja noch ein Pinsel. Ja. Ein zwanghaft geführter Pinsel. Jetzt erinnere dich an mein altes Beispiel. Ein Pinsel schreibt ein Gedicht, das ist voller Fehler. Ist der schuld oder ist er nicht schuld?
Er ist doch ein Sklave. Ja. Du bist ein Sklave, Neo. Jo. Aber die Frage, wer ist dein Boss zurzeit? Dein Ego. Dein Ego ist der Boss. Du setzt dich doch nur mit deinem jetzigen Ego, mit deinem Api auf Hebräisch. Schöpferisches Wissen deines Intellekts in Bewegung. Und es festigt sich, sobald du in das Internet gehst und andere Sichtweisen aus dir herausholst, selektierst du wieder alle weg, die deiner Logik widersprechen. Anstatt die dir zu eigen zu machen, dass du dich selbst vervollkommnest. Ein intimer Akt, ein inneres Spiel, das du mit dir selbst spitzt. Da gibt es keine Schuldzuweisungen. Was sagt Udo immer? Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Und zu meinen, ich nutze meine Freiheit, ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich zu Hause bleibe, dann bist du ein Banker, der nicht begreift, der meint, er rebelliert gegen die Obrigkeit, weil er es verstanden hat. Er ist doch ein logischer Banker. Ja, ja. Es ist alles, die sind alle so unheimlich logisch, aber keiner davon ist geistreich. Da müssen sie ja du werden, der Geist, der sich alles ausdenkt. Genau genommen müssen sie ich werden, aber ich bin ja du. Aber das ist halt, da muss man wissen, was es heißt, roh zu sein. Mhm. In dieser Symbolik. Mhm. Und heißt nicht dieses Adam nicht auch schweigsam und still? Darum kann ich nur wieder wiederholen. Ich rede nicht. Alle, die reden, die wissen nicht. Meinst du, das Pixelmännchen oder der Lautsprecher, den du jetzt zuerst weiß was, oder der Trockennasen auf EU-Lo, wenn er auf deiner Verabrede auftaucht? Ich weiß. Ich rede nicht. Ich lasse ihn Udo für mich reden. Und denen gehen die Menschen, die er sich ausdenkt, am Arsch vorbei. Der interessiert sich nur für den, der ihn jetzt ausdenkt. Mhm. Weil ohne dich wird es mich nicht geben. Ich brauche dich für mein Leben. So wie du mich brauchst. Mhm. Jetzt habe ich natürlich nicht den Udo gemeint. Mhm. Okay, Kleines. Ja, danke. Jetzt lassen wir es gut sein. Gut, gut, rot, gut. Das war jetzt das Wort zum Sohn-Dog. Ja, war es, danke. Jeden Tag zu einem Sohn-Dog machen. Ja. Von dem Rot geschriebenen. Ja, danke schön. Ganz süß. Ciao. Danke, danke, ciao.